Wenn die Lustenauer Löwen und die Pustertaler Wölfe am Samstagabend in der Rheinhalle von der Leine gelassen werden, darf man sich auf bissiges Eishockey freuen. Aus Sicht der Lustenauer beginnt die Partie denkbar ungünstig. Bereits nach 30 Sekunden klingelt es im Kasten des EHC. Ein Schlenzer des italienischen Nationalspielers Armin Helfer bringt den Südtirolern die frühe Führung. Das ist zugleich der Weckruf für die Lustenauer Löwen, die zusehends besser ins Spiel finden. Schon in der 5. Minute kann EHC-Kapitän Max Wilfahn den Ausgleichstreffer erzielen. Mehr und mehr übernimmt Lustenau das Kommando auf dem Eis und in der 9. Minute hämmert Philipp Putnik die Scheibe mit einem scharfen Schuss in die lange Ecke. 2:1, die Hausherren gehen in Führung und markieren damit den Spielstand zur ersten Pause. Im zweiten Spielabschnitt ergeben sich für beide Teams gute Chancen, doch sowohl Lustenau-Keeper Corbey als auch sein Gegenüber Colin Furlong zeigen tolle Paraden und es bleibt lange Zeit beim knappen Zwischenstand. Die Südtiroler benötigen ein Powerplay, um in Minute 33 den Ausgleichstreffer durch Simon Berger zu machen. Die Freude der Gäste währt nur kurz, denn nur 55 Sekunden später gelingt Jürgen Czernuter der erneute Führungstreffer für die Lustenauer. Nur 3 Minuten darauf kann Stefan Hirdina mit einem überraschenden Schlenzer aus kurzer Distanz den Pustertaler Torhüter überlisten. Der HC Pustertal kann den Rückstand noch vor der Pause auf ein Tor reduzieren. Abermals im Powerplay ist Armin Helfer zur Stelle und erzielt den 3. Treffer für die Südtiroler und das knapp 70 Sekunden vor Drittelende. Im letzten Spielabschnitt kann Wölfe-Keeper Furlong einen Alleingang von Goalgetter Valeron in der 44. Minute souverän entschärfen. 3 Minuten später eine Glanztat des Lustenauer Keepers Corbey. Er kann mit einer Blitzreaktion einen Ausgleichstreffer verhindern. In der 57. Minute dann die Vorentscheidung. Philipp Putnik wird vor dem Gehäuse der Südtiroler zu Fall gebracht. Und Penalty. Putnik tritt selbst an und zwingt den Pustertaler Schlussmann souverän zum 5. Mal an diesem Abend hinter sich zu greifen. Putnik sorgt damit für den 5:3 Endstand im Spitzenspiel der 40. Runde. Die Löwen bezwingen den Tabellenführer aus Bruneck zu Hause mit einer soliden Leistung. Ja, wir haben gewusst, es ist ein harter Gegner, Pustertal. Wir wollten die letzte Partie unbedingt gewinnen, dass wir uns super vorbereiten für die Pre-Playoffs. Alle vier Linien haben halt super gespielt. Es war wichtig für uns, dass die Jungen auch mal spielen ein bisschen. Haben einen super Job gemacht und zum Glück haben wir 5:3 gewonnen.